Sei gegrüßt. Schön, dass du zurückgekehrt bist. Ja, Freunde, ne, wenn Baymax nichts mehr zu sagen hat, dann beginne ich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Skill-Video. Heute gibt es für euch den Baymax aus dem neuen Disney-Film Baymax. Ja, Freunde, was ein Zufall, ne? Was ein Zufall. Baymax habe ich von Disney bekommen, Freunde. Ja, sehr, sehr cool. Habt ihr bestimmt das Vorstellungsvideo gesehen, ne? Sehr, sehr cool. Le Figur. Und, ja, Freunde, was soll ich da lange erzählen? Komm, wir holen die ersten Gegner, die sofort einen auf die Mappe bekommen. Hier, zack, zack, zack. So, Freunde, wir können hier die Faust machen. Hier, zack, da ist die Faust. Da kommt es auch wieder zurück. So, da können wir damit dann schön auf die Gegner schleudern. Fünfmal brauchen wir momentan die Faust, damit die Gegner kaputt gehen. Und dann Ganze probieren wir auch noch einmal mit unseren Kung-Fu-Tritten und Karate-Kämpfen und alles, Freunde, alles aufgepasst. Zack, zack. Zack, 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 zack. Guck mal hier, mit dem Fuß trifft er gar nicht. Habt ihr gerade gesehen? Der trifft nur zweimal die Fäuste und dann ist schon wieder vorbei. Na, schon schlecht, muss ich sagen, Freunde. Schon schlecht. Aber ist nicht schlimm, Freunde. Mal gucken, was wir so verbessern können. Mein Gott. Krass. Boah, krass, oder? Ey, ist ja viel, ey. So viel kannst du doch gar nicht verbessern, ey. Mein Gott. Heftig. Okay, Freunde, wir fangen aber an mit seiner Special Move austeilen. Er schwebt in der Luft und feuert beide Raketenfäuste in einer wellenförmigen Bewegung vor ihm ab. Okay, nehmen wir mit, Freunde. Schauen wir uns am Gegner an. Zack, komm her. Komm. Ach so, Mist. So. Nee. So. Aha, okay. Gestorben ist der Gegner dadurch jetzt aber nicht. Ja, Freunde, da müssen wir dann ordentlich nochmal was verbessern hier. Weil stark ist auf jeden Fall was anderes, muss ich doch mal so sagen, wie das ist. Special Move Bonus. Erhöht den vom Baymax Raketenfäusten verursachten Schaden. So muss das sein, Freunde. Dann haben wir Special Move Nummer 1, so haben wir dann Nummer 1 dabei, dann haben wir Special Move Bonus, erhöht den vom Baymax Raketenfäusten verursachten Schaden und Special Move Bonus, Mega Bonus, erhöht den vom Baymax Raketenfäusten verursachten Schaden. Freunde, jetzt probieren wir dann nochmal einen Gegner aus hier, weil jetzt schauen wir nochmal, ob das jetzt mehr abzieht. Ja, natürlich treffen wir jetzt nicht, sehr, sehr schlecht. Da muss ich echt sagen, da ist die von Captain America viel stärker, Freunde. Viel stärker. Echt krass, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, okay, jetzt brauchen wir zweimal die Fäuste, Freunde. Dann ist der Gegner platt, aber immerhin noch zweimal, ne? Ja. Ich finde es auch nicht so cool, dass der so nur geradeaus, bis dem ich meine, guck mal hier, der schießt wirklich nur geradeaus. Und dann trifft er fast nur einmal und, ja. Ja. Ja, so ist das. Ne, Freunde, so ist das. Okay. So, hier haben wir fortere Anzeigenverbesserung. Das will ich jetzt nicht unbedingt hier vorne. Special Move Anzeigenverbesserung. Deswegen, Freunde, gehen wir jetzt erst nach oben. Schrittmacher Stufe 1. So, bevor ich das aber mache, werden wir einmal schnell rübergehen, wie schnell wir überhaupt mit Baymax sind. Stopp. Okay, 3, 2, 1 und ab dafür. Ja, meine Freunde, man hat schon gesehen, Baymax ist extrem langsam. Also da hat man es auf jeden Fall gesehen. So, zack. Schauen wir mal, wie schnell er jetzt dadurch geworden ist. Ich glaube nicht sehr viel, aber wir versuchen halt unser Glück. Ja, Freunde, jetzt haben wir 8 Sekunden, gerade waren es 9 Sekunden, also um eine Sekunde. Also Baymax ist wirklich nicht schnell. Dafür ist aber das Gute, dass er halt fliegen kann. Dann haben wir ärztlicher Versorgungsgefährte. Baymax halt allmählich jeden, der auf ihn reitet. Das habe ich gelesen, Freunde, das wurde mir in den Kommentaren geschrieben. Man kann auf Baymax draufspringen, dann mit ihm fliegen. Finde ich sehr cool. Müssen wir mal gleich gucken, ob ich das mal gleich eben schon hinbekomme. Muss ich gleich mit den zwei Controller anschließen. Dann haben wir, Freunde, den Gesundheitsschub. Den nehmen wir mit.
So, hier vorne geht's klinische Verteidigung. Schilde, die aufgebaut sein müssen, bevor Baymax so. Ja, das ist cool, ja. Freunde, das ist echt cool. Jetzt haben wir dann nochmal unten, seht ihr das da? Nach dem Grün haben wir nochmal Schilde, die erst kaputt gehen müssen. Dann kann der Baymax erst richtig Schaden nehmen. Die sind richtig cool, diese Verbesserungen. Richtig, richtig gedingst. So, dann machen wir den Teamgeist, weil ich nochmal auf den Schrittmacher möchte, weil der ist mir definitiv zu langsam, Freunde. So, genau, so, zack. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ja, Freunde, jetzt haben wir so 6 bis 7 Sekunden hier vorne am Start und ja, jetzt ist es auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt ist es so wie die meisten Disney Infinity Charaktere. So, machen wir weiter mit rechts. Roboter Rückstoß. Baymax kann seinen Fernangriff aufladen, erhöht Schaden. Aufladen, erhöhten Schaden verursachen. Okay, aufgepasst. Ja, super, die Fäuste aufgeladen. Zack, ab dafür. Schauen wir uns am Gegner an, Freunde. Schauen wir uns am Gegner an. Zack. Super, nochmal. Zack. Ey, der muss auch treffen. So, jetzt. Ey, zweimal schon. Dreimal brauchen wir jetzt diesen Aufladeangriff, damit Baymax den Gegner kaputt macht. Okay. Dann machen wir Faustdick. Erhöht die Anzahl von Treffern. Nee, das will ich jetzt echt nicht. Ich mache jetzt lieber erstmal Verbesserungen hier vorne. So, und dann, ja. Also, wir kommen Faustdick 1. Das heißt, wir treffen damit mehr Leute. Dann nehmen wir die Fernangriffverbesserung. Und dann haben wir hier 9, Freunde, das geht sogar klar hier. Zack und zack. So, Freunde, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viel Schaden wir jetzt, also wie oft wir den jetzt treffen müssen. Damit der Gegner endlich platt ist. Achso. Brauchen wir noch einen Gegner? Ja, endlich, Freunde, endlich, oder? Zack, einmal die Faust und so muss das sein. Sehr gut. Wie gut, dass es diese Verbesserungen gibt. Dann haben wir, Freunde, auf der linken Seite Erholung in der Luft. Ja, nehmen wir auch mit. Und dann, Freunde, Turbo-Schaden. Erhöht den Schaden von Baymax Combo-Angriff. Straßenstachel. Ermöglicht den Charakter, einen von ihm gehaltenes Objekt auf den Boden zu schmettern. Ja, um hier hinzukommen, müssen wir das sogar kaufen. Finde ich total schwachsinnig, aber süß das halt. Liebevolle Strenge fügt Baymax Boden-Kombo-Angriff einen zusätzlichen Angriff hinzu. Okay. Schauen wir uns das auch an. Aufgepasst. Achso. Zack, zack, zack und zack. Jawohl. Wuhu. Schöne Karate-Kombo-Angriffe hier, Freunde. So muss das laufen. Dann haben wir Straßenstachel. Ja gut, jetzt nehmen wir den mit. So, jetzt haben wir noch 14. Jetzt müssen wir genau mal gucken, was wir hier machen. So, hier haben wir dann 2. 6 sind 12. Und das sind 14. Okay, das wird genau passen, ne? Ja. Ja, 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 ja. Unscan. Ein Aufwärtshaken, Dreieck halten, mit dem Baymax den Block eines Gegners durchbricht. Schauen wir uns vorher nochmal an. Zack, jawoll. Thruster-Attacke. Baymax schießt mit Hilfe seiner Thruster nach vorne, Dreieck halten und dann Dreieck antippen und stößt sein Ziel mit hohem Bogen zurück. Okay. Ah, okay. Sehr gut. So, zack. Und nochmal. Zack, bam. Jawoll. Sehr cool. So, dann machen wir hier oben. Super Turbo-Schaden. Erhöht den vom Baymax Schaden hier um super und dann machen wir, Freunde, den leichten Druck, erhöht den Schaden und erweitert den Bereich, der vom Baymax Luftangriff getroffen wird. Okay, aufgepasst. Das ist das hier gewesen. So, Freunde, jetzt schauen wir uns das nochmal an hier, wie stark Baymax jetzt geworden ist. Aufgepasst. Einmal erstmal hier diesen Aufwärtshaken und dann, zack, oh, nicht getroffen, das gibt's doch gar nicht.
Okay, da brauchen wir nur noch zwei jetzt. Geil. Zwei Aufwärtshaken und der Gegner ist sofort platt, Freunde. So muss das sein. Ja, jetzt wenn ich jetzt noch mit der Faust treffen würde, dann wird es auch noch gut. Für zwei. Ja, Freunde, wir brauchen zwei. Das heißt, gerade ist die Faust hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter gegangen. Von Gegner zu Gegner zu Gegner. So muss das auch sein. Und ja, wir konnten gar nicht verbessern, auf dass der schneller fliegen kann, ne, Freunde? Der konnte gar nicht schneller fliegen. Finde ich jetzt echt schwach, muss ich sagen. Aber ist egal. Also, Freunde, ich schließe mal eben schnell den zweiten Controller an hier. Dann können wir mal einen Charakter nehmen und dass der da auf seinen Rücken springt und mit ihm zusammenfliegt. Müssen wir mal gucken. Ja, ich wusste das selber gar nicht. Das wurde mir dann in die Kommentare geschrieben. Sehr, sehr gut. Das wurde mir in die Kommentare geschrieben für... Unter dem Video, wollte ich sagen. Unter dem Video mit Baymax. Wo unter Hero, wo ich das vorgestellt habe. Ja, ist okay. Ist kein Problem. Zack. Ich bin Hero. Ja, dann spielst du das Spiel offline. Ist mir auch egal, ehrlich. Was interessiert mich denn, ob das Spiel online ist? So, Freunde. Gehen wir da hin. Jetzt schauen wir mal, wie das überhaupt klappt. Aufgepasst. Ah, okay, wir müssen den einfach nur hochheben, Freunde. Und dann geht das klar hier. Geil, oder? Richtig gediegenst. Hammer. Ja, Freunde, hammer, hammer geil. Richtig gut. So, und da wird er dann jetzt auch nochmal verdingenst. Sag mal schnell. Oh, jetzt habe ich den geworfen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Oh Mann. Zack. So, greif ihn mal bitte an da. Genau, aber nicht zu sehr. Greif ihn weiter an. Hast du mich gerade gescannt? So, aufgepasst. Du sollst das lassen. Heben wir hoch. Fliegen wir los. Und auf die Anzeige aufgepasst. Oh, Mist. Okay, bis jetzt passiert da noch gar nichts. Das ist natürlich komisch. Heilt allmählich jeden, der auf ihm reitet. Ja, aber... Okay, allmählich geht es wohl doch nicht. Vielleicht dauert das seine Zeit. Wer weiß, Freunde, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass das auf jeden Fall sehr, sehr cool ist hier mit Baymax und Hero, dass man so... auf den fliegen kann, finde ich wirklich richtig gediegenst, Freunde. Macht richtig Spaß und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen und ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, Zuhören, alles andere auch. Ich wünsche euch was, Freunde. Dankeschön, haut da rein und tschüss.